digitale Themen sind so spannend. Kannst du mir mal erklären, was du machst? Die Leute sind so in ihrem Thema drin, die rattern das durch. Das hätten wir auch googeln können, um es nicht zu verstehen. Ich gebe dir einen Begriff, mit dem musst du das dann erklären. So das menschliche Capture, das ist, was ich brauche für Nobert is Perfect. Ist echt der Wahnsinn. Ich suche Spielpartner. Das ist Henrik von der Masis. Er spielt mit mir jetzt Nobert is Perfect. Und der Wahnsinn daran ist, ich suche mir die Leute zusammen und müssen immer ganz schön viel Überzeugungsarbeit leisten. Ich frage Henrik, ey, spielen wir Nobert is Perfect? Er so, klar, warum nicht? Henrik, was machst du bei Emasis? Warum bist du so spontan? Warum? Ich verkaufe mein Produkt, also von daher, ich muss spontan sein. Du musst es ja kennen. Ich muss es kennen, aber ich spiele mit dem Produkt. Und du spielst mit dem Produkt? Ja, im Endeffekt ist ja am Ende des Tages, kannst du daraus machen, was du möchtest und wie du es an den Mann bringst. Und es macht mir unglaublich viel Spaß. Und der Umgang mit Leuten macht das Ganze noch zum Optimum. Okay, da ist einer sehr optimistisch, dass das Spiel rocken wird. Henrik, ich erkläre dir ganz kurz, worum es geht bei Nobert is Perfect. Was uns passiert ist, wir wollen ja Leute für digitale Themen begeistern. Aber wenn wir fragen, ey, erklär uns mal, was du da machst digital, dann kriegen wir so ein Produktdaten darunter gebetet. Das hätten wir auch googeln können, um es nicht zu verstehen. Wir wollen es verstehen, wir wollen Begeisterung, wir wollen daran Spaß haben. Darum sagen wir, komm, wir spielen Nobert is Perfect, wir geben dir irgendeinen Begriff aus deinem Business und erklär uns das mal mit einem Beispiel, mit irgendeinem Bild, das wir dir geben. Ja, es wird eine kleine Geschichte draus, wird bunt. Wir können das einfach mal probieren. Ey, come on, lass es uns einfach spielen. Wir verstehen das während des Spielens. So sind doch die besten Spiele, ne? So machen wir das einfach. Ja, spontan okay. Sind wir am besten. Pass auf. Omnichannel ist so ein Teil eures Business, ne? Erklär mir doch mal Omnichannel mit einem... Lass uns mal Kaffee trinken gehen. Erklär mir mal Omnichannel mit Kaffee. Naja, im Endeffekt würde ich... Wie heißt du? Johannes. Johannes, also ich würde dich jetzt mal anrufen und sagen, Johannes, hättest du Bock auf einen Kaffee? Du gehst aber nicht dran. Dann denke ich mir so, scheiße, wie kann ich jetzt den Johannes doch noch erreichen? Schreibe ich dir eine WhatsApp. Ja, hast aber nicht gelesen. Dann denke ich mir, okay, Johannes hat noch eine E-Mail-Adresse, die kenne ja, ich auch. Ja, ich bin leider ein notorischer Ghoster. Ich weiß nicht, wieso du mich so stalkst, aber es ist okay. Am Ende des Tages würde ich wahrscheinlich zur Post gehen und dir eine postalisch irgendwas zukommen lassen. Und auf der Postkarte steht dann, Johannes, ich würde gerne mit dir einen Kaffee trinken gehen. Sprich, ich habe dann dich angerufen, ein Kanal. Ich habe dir eine WhatsApp geschrieben, zwei Kanäle. Ich habe dir eine E-Mail geschrieben, hast auch nicht reagiert. Und auf meine Postkarte, dann hast du dich bei mir gemeldet, weil der vierte Anstoß über den vierten Kanal, sprich Omnichannel, hat dann gewirkt und so habe ich dich erreicht. Es ist die Frage, ob die Postkarte für mich das entscheidende Medium ist, weil ich so ein altmodischer, klassischer, romantischer Typ bin oder weil du einfach so beharrlich warst, dass ich sagte, komm, den Henrik, den lassen wir da nicht hängen. Naja, also im Endeffekt, wie meinst du das jetzt genau? Nee, alles gut. Ich nehme die Einladung zum Kaffee an. Was trinken wir? Cappuccino, Latte Macchiato, was so deins? Du, was immer du willst. Also auch da kann man ja Omnichannel denken. Ich verstehe, du also ein richtig alter Vertriebshase. Sehr, sehr geil, Henrik. Ich habe es mega gut verstanden. Also wenn du das bei den Kunden auch so machst, glaube ich, die rennen dir die Tür ein. Ja, du, ich mache es tagtäglich. Also von daher, ich gucke, was da mal zurückkommt sehr, sehr und rauskommt. Cool. Ein Profi auf seinem Gebiet. Sehr, sehr geil. Vielen Dank, Henrik. Hat großen Spaß gemacht. Mir auch. Danke. Euch hoffentlich auch. War ja der Wahnsinn. Henrik, einer der besten Nobert is Perfect Spieler. Mit dem müssen wir mal irgendwann noch eine zweite Runde spielen, wenn wir die Zeit finden. Ey, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ach, ihr seid schon fertig mit dem Video. Sehr gut. Hier drüben gibt es den Kanal von DotSource. Abonniert den mal. Da gibt es noch mehr geile Themen rund ums digitale Business. Und drüber seht ihr ja noch eine neue Folge Nobert is Perfect. Schaut da auch mal rein.